ISIS wieder zurücklatschen. Wir bekommen auch unten angezeigt, wo unsere Leiche liegt. Das wird wahrscheinlich allerdings ein ganz schönes Stück weit weg sein. Ich mache mich mal eben leer, weil sonst haben wir das Problem, dass wir nicht alles wegkriegen wahrscheinlich. Das ist wichtig, dass wir das nicht verlieren. Das nicht. Und oh, wir haben einige. Oh nein, unser Silber haben wir auch verloren. Oh, was für ein Ärger. Schnee, die müssen wir eigentlich in die Flitsch packen. Die Flitsch kann ich die schnell noch bauen eben. Wartet mal. Dafür brauchen wir das. Und wir brauchen Schneebälle, soweit ich weiß. Mal gucken, wo waren das jetzt? Kühlschrank. Hallo Kühlschrank. Wo bist du? Wo ist denn der Kühlschrank jetzt? Boah, ist das viel Zeug. Oh Mann. Oh Mann. Ich habe gerade gar keine Ahnung, wo der ist. Kühlschrank. Kaktusbeet. Ach, Bett. Nicht Beet. Wird doch blöd. Palmen, Kiefern, das ist alles ganz toll. Ja, das ist wirklich schön. Ach, warte mal, den müssen wir, glaube ich, hier im Amboss. Der muss ja geklöppelt werden und so. Geklöppelt? Ja, auch nicht. Auch nicht. Ja, auch nicht. Ist der doof jetzt, oder was? Wo ist denn der Kühlschrank jetzt? Glas. Ach so, den machst du einfach nur hier, okay. Eisenbahnen bräuchte ich dann 5. 5 Eisenbahnen. So. Dann können wir uns nämlich einen Kühlschrank bauen, eben schnell. Ah, guck mal, da könntest du dir jetzt einen Eishelm machen, Eishandschuhe. Oh, das ist ja nice. Wie gut, wie gut. So, wir haben jetzt einen Kühlschrank. Wir brauchen dann irgendwann noch eine Küche. Also den Kühlschrank, den baue ich uns jetzt erstmal irgendwo hin. Weiß nicht, machen wir hier eine Küche? Bisschen klein die Küche, ne? Oder? Nee, wir machen sie hier. Dann haben wir eine schöne große Küche. Das wäre doch gut, oder? So, die Holzteile, damit die ja nicht auch noch verschwinden. Aber ich glaube, die in der Leiste, die bleiben tatsächlich. Dann kommt der Ofen dann rum. Können wir dann später noch Kochi-Kochi machen. Gut, dann würde ich sagen... Hallo, lässt du mich mal durch? Dankeschön. Machen wir gleich los. Der kommt jetzt mal weg. Da weiß ich nämlich noch nicht. Das kommt mal weg. Dann kommt der Eisenbahn hier wieder rein. Dann haben wir hiervon noch 2 Stück. Und das so. Keine Ahnung, ob der Schnee sich verdünnisiert. Normalerweise müsste er das tun. Oder haben wir noch ein bisschen? Oh Gott, davon haben wir jetzt das Heidelbeeren. Ach, wir haben 7 Heidelbeeren. Auch schön. Och, wie schön. Machen wir aber später. Unsere Gegenstände bleiben, glaube ich, sowieso liegen. Die sollten eigentlich nicht despawnen. Holz werde ich besorgen müssen. Wenn ich hier drüber irgendwie komme. Weiß echt nicht, wie weit das jetzt ist, du. Habe gar keine Ahnung. Ja, wir haben gar kein Holz. Das ist nämlich mit verloren gegangen. Ah, so ein Ärger. Ja, du fehlst mir jetzt auch noch, Kumpel. Keine Zeit für dich. Ich kenne Chance. Chancenlos. Wir haben auch nichts zu essen oder so, wenn ich da wieder hingehe. Ich habe da gar keine Chance. Dann nehme ich mal die hier noch mit, so. Können wir denn hier Holzbretter? Brauchen wir erstmal 10. Also ich will ja nichts sagen, aber ich habe einfach immer instant zu wenig Platz. Habe ich so das Gefühl.
Kohle nehme ich auf jeden Fall mit, wenn wir mal dran vorbeigehen. Und die Bären natürlich. Und die Viecher ja auch. Die sind gut, die Flügel sind sehr gut. Dann können wir das Leder draus machen. So, kommen wir hier irgendwo drum rum. Dann bauen wir uns hier. Dann bahnen wir uns hier mal einen Weg durch. Holz brauchen wir eh. Und ist ja auch schnell abgehauen. So, weg mit dir. Danke. So. Dann können wir auch direkt hier rüber. Wenn das funktioniert, sollte. Ja. Geht. Sehr gut. Kohle. Danke. Grüner Schleim, du interessierst mich jetzt gerade so gar nicht. Eisen interessiert mich aber schon. Nicht ins Wasser fallen, Eisen. Nicht ins Wasser fallen, du bist meine. So. Blip, blip. Das macht immer blip, blip. Blip, blip, blip. Ah, wir sind, glaube ich, schon nah dran. Boah, hier ist ja jede Menge Eisen. Guck mal. Das ist das Eisenparadies hier. Eisen of Paradise. Oder Paradise of Eisen. So rum. Danke. Soll mir aber reichen. So, Kumpel, dich lasse ich jetzt mal da in Ruhe. Eins, zwei. Gut, wir haben mehr als genug. Dann können wir noch mal ein paar mehr machen. Ich kam da vorhin echt nicht mehr raus. Leider, ich war total eingesperrt. Das war echt nicht blöd. Geh doch weg. So. Dann müssen wir hier noch drüber. Blub, blub, blub. Oh nö. Auf dich habe ich jetzt echt gar keine Muße, ey. Da macht mich echt aua, der Typi. Toll. Das mit dem, die mit den Bögen, die machen echt viel zu viel Schaden. Völlig unnormal. Aber wir haben ja hier Bären. Okay. Das, da hinten ist allerdings auch schon. Hat er mich doch noch getroffen. Hat er mich ja doch noch getroffen, der Shift. So. Lass mich mal durch hier. Danke. Vielen Dank, danke, danke. Dann können wir hier drumherum gehen. Da liegt unser ganzes Zeug. Hahaha. Hätte da nicht gedacht, war ihr kleinen dreckigen Pastatos. Hab's nicht so gemeint. Wirklich nicht, Schildi. Boah, der macht einen Schlag und dann hacken, hacken. Hör mal auf. Au. Wie gemein kann man denn sein, bitte? So, die Knochis nehme ich natürlich mit. Da haben wir jetzt aktuell 15. So, ich denke mal, beim nächsten Speichern oder rausgehen geht der Kopf auf der Minikarte auch weg.
Das bleibt zumindest zu hoffen. Sonst habe ich diesen Totenkopf immer da. So, 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 so. Sehr gut. Okay, gut, dann haben wir die Mission erfolgreich geschafft. Unser Silbererz haben wir auch. Aber da werden wir auch nicht so weit kommen, glaube ich, damit. Das verbraucht unglaublich viel für so eine Rüstung. Kohle. Kohle. Noch mehr Kohle. Und noch mehr Kohle. Und das auch Kohle. Und da noch mehr. Danke. So. Ah, hier, guck mal. Das ist sowas, was ich gemeint habe. Keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Idee ist, da reinzugehen. Mache ich aber einfach. Ach, guck mal, es gibt's noch gar nicht. Ach, das ist so ein Ding, wo du reingehen kannst, aber... Nö. Kommt vielleicht noch mit dem Dungeon-Update, dann ist das vielleicht so ein Dungeon. Okay, gut. Dann heißt es... Hallo? Ach doch. Man kann doch reingehen. Das musst du bloß laden. Okay, jetzt habe ich Angst. Hallo? Ach so, eine Art Dungeon, ne, oder? Boah, und die Karte zeigt gar nichts an. Das ist ja gemein. Fliegevieh. Au! Oh, da ist die Kiste. Guck mal. Hasse dich! Der pure Hass. Bin der Hass. Oh. Loot. Danke. Brauchen wir Kupfer? Haben wir Kupfer mitgenommen oder nicht? Nö, haben wir nicht. Okay, dann bleibt es hier. Wir haben aber nicht viel zu essen. Wenn wir hier Drasche kriegen, dann weiß er Bescheid. So wie jetzt gerade. Haben wir denn hier noch aufgehoben? Ach, das Palmholz. Okay. Hallo? Ich wollte gerade sagen, hat die Fledermaus mich auch gesehen? Nö. Da, ah, noch mehr Loot. Aber auch ganz viele Fledermäuse. Komm her. Ja, bist du. Ah, bist eine ganz feine Fledermaus. Oh, schön. Danke. Moin. Ja, stütze ich die Flügel, du kleine Dreckige. Nein. Wehe, wenn du mich haust. Keine Zeit. Oh, da kommt man hier wieder raus. Was ist denn das, ein Höhlengoblin? Höhlengoblin! Oh Gott! Machst du Aua? Zeig mal! Ah, es gibt auch nur diesen komischen Schleim. Okay, dann sind die mir egal. Dann machen wir mal weiter. Looky, 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 looky nach oben. Fledermaus! Du kannst mir überhaupt nicht das Wasser reichen. Stoff! Bitte schön, ich gebe euch ein 3 Setzlinge für ganz viel Stoff. Teleportationstrank. Sowas gibt's? Gibt's ja nicht. Die Samen von roten Beeren brauche ich jetzt aktuell nicht. Dann nehme ich den Teleportationstrank mit. Und die brauche ich jetzt auch nicht. Dann nehme ich mir den Heiltrank mit. Und Stoff. Das ist ja richtig geiles Zeug hier. Guck mal, du kriegst von mir auch nochmal einen Samen. Bitte? Nein. Oder besser gesagt, ein Setzling. Fledermausflügel kann ich auch gebrauchen. Das ist super.